er sagte, ich bitte dich um As'aluka murafaqatak fil Jannah. Wie kann das sein? Kann es sein, dass jemand in der Gesellschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Paradies ist, yani, dass er den gleichen Rang hat, die gleiche Stellung? Es wird in dem, ihr kennt diesen, diese Worte, die man nach dem Adhan spricht. Was-salat al-qa'im. Ati Muhammadan. Das Wort al-wasila. Was bedeutet das? Al-wasila. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Salullah li al-wasila. Fa'innahu maqamun la yanbaghi illa li'abdin min ibadi. Nach, wenn ihr den Adhan hört, dann bittet Allah Ta'ala für mich um die Wasila, denn die Wasila ist eine Stellung, die nur einem einzigen seiner Diener zukommt oder gebührt. Das heißt, die Wasila ist ein Rang, eine Rangstellung, und offensichtlich steht sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu. Wie kann es also sein, dass er hier sagt, ich bitte dich um Murafaqa, heißt sowas wie Begleitung, dass er ihn begleitet im Paradies, in seiner näheren Umgebung ist. Die Antwort ist einfach, damit ist die Nähe gemeint, nicht, dass er direkt mit ihm in dieser Stellung ist oder diese Stellung mit ihm teilt. Das Paradies hat ja verschiedene Ränge und die Menschen werden entsprechend ihrer Handlungen dort positioniert. Das Interessante ist aber, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm dann sagt, au ghayra dalik, au, oder man kann auch sagen, aber ghayra dalik. Eigentlich heißt es nicht, und was noch. Eigentlich bedeutet das, möchtest du nicht von dieser Bitte ablassen und etwas anderes, nach etwas anderem fragen. Tamam? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam benutzt hier, schaut mal, was für ein Wort er benutzt. Er sagt, also wenn ihr euch den Hadith mal betrachtet, er sagt, aber ghayra dhalik, dhalik. Und in der Antwort sagt dann der Sahabi, er sagt, huwa dhaka. Das Wort dhalik und dhaka, das sind Demonstrativpronomen, wie yani, dies, mesh. Wenn ich auf etwas zeige, das oder dies, Demonstrativpronomen. Nur gibt es einen Unterschied zwischen diesen zwei. Man hört das ja auch raus. Einmal ist es dhalik, also mit einem Lam noch, und einmal ohne das Lam. Dhaka. Der Unterschied ist, dhalika steht für etwas, was yani, nicht in greifbarer Nähe ist. Tamam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt also, möchtest du denn nicht etwas anderes, um etwas anderes bitten, das in greifbarer Nähe ist? Also er wollte damit ausdrücken, dass dies, dass das, worum du bittest, nichts Leichtes ist. Es ist etwas Schwieriges, deswegen bitte doch um etwas anderes. Und in der Antwort sagt er dann, er sagt, Hua sagt, es ist das. Er macht aber das Lam weg. Er hat das Lam weggemacht. Er hat nicht gesagt, könnte man auch machen. Er hat das Lam weggemacht, um auszudrücken, ich bin entschlossen, ich bin entschlossen und darauf fixiert und deswegen ist es mir etwas Leichtes. Oder ich bin bereit dafür, sozusagen die Schwierigkeiten und die Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen. Deswegen antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm dann mit seiner Aussage, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Das ist auch eine sehr interessante Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Er hat ihn ja nicht um die Nähe Allahs gefragt. Oder? Er hat ja nicht gesagt, ich möchte die Nähe Allahs, er sagt, ich möchte deine Nähe. Und dann sagt er ihm, dann helf mir mit dem vielfachen Sujud, mit dem vermehrten Sujud, dem vermehrten Niederwerfen. Das
Was kann man daraus eigentlich verstehen? Was verstehen wir hieraus? Die Sache ist einfach, die Ahlul Ilm sagen, Al-Qurbani Mutalaziman. Al-Qurban Mutalaziman. Diese zwei Formen der Nähe, die Nähe zu Allah und die Nähe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sind voneinander nicht trennbar. Wenn jemand Allah ta'ala näher kommt, kommt er auch dem Propheten sallallahu alaihi wasallam näher. Auch umgekehrt. Tamam? Und deswegen sagt Allah ta'ala, das ist auch, yani im Koran sehen wir diesen Punkt, Allah ta'ala erwähnt zweimal die Liebe und setzt dazwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, sprich, wenn ihr Allah liebt, فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ. Zweimal kommt die Liebe vor, an den Rändern, in der Mitte ist die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, er wird euch lieben. Tamam? Das heißt, kommt jemand dem Propheten sallallahu alaihi wasallam näher, nähert er sich auf Allah zwingend. Das geht nicht an, die Dinge sind nicht voneinander trennbar. Und kommt er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam weg, entfernt er sich von ihm, entfernt er sich auch zwingend von Allah ta'ala. Deswegen sagt er, fa'inni ala nafsik bi kathrati sujud, oder ala dhalik bi kathrati sujud.